Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei Phantasio World Resort. Ja, es geht endlich weiter. Ich habe einiges wieder für euch vorbereitet. Ja, das ist die erste Folge für diese Woche. Ja, es kommt ja noch eine zweite. Ja, zwei Folgen diese Woche wieder Planet Coaster. Unser Szenario Mode. Ja, wir bauen weiter am Phantasio World Resort und es ist einiges wieder mal zu tun. Einiges passiert. Ja, diese Woche gab es dann auch den Livestream. Ja, da seid ihr, wenn ihr beim Livestream dabei wart, seid ihr schon weiter als diese Folge ist. Seid ihr schon so weit? Ja. Aber bleibt ruhig dabei, weil ihr seht, wie ich es baue. Ne? Ja, wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt hingekommen bin. So ist das nun mal, ne? Exklusivität gibt es halt immer mal wieder ein bisschen. So, natürlich, es wird noch weitere Livestreams geben, auch Live-Build von Planet Coaster, aber wir werden auch je nachdem andere Spiele spielen, das ist ganz klar. Jo, was ist hier alles passiert? Und zwar habt ihr gesehen, da draußen ist so ein bisschen Theming an den Lounge gekommen. Ja, habe ich mir gedacht, komm, bisschen Theming kann er nie schaden, ne? Dann hier endlich die Dampfstrahler sind auch reingekommen. Dann habe ich geguckt, ob da irgendwie eine Flamme rauskommen soll oder nicht. Ich habe mich dafür entschieden, nö. Finde ich nicht unbedingt so optimal. Ja, dann ist das natürlich alles noch vor Release von Ghostbusters passiert. Dementsprechend sind noch nicht die schönen neuen Teile verbaut, die wir bekommen haben. Ich empfehle euch auf jeden Fall mal das Video anzuschauen. Ja. Es gibt auch ein Video vom lieben Benutzername auf seinem Kanal. Das ist deutlich umfangreicher. Das ist, ich glaube, fast 1,5 Stunden oder so lang. Ja, da hat er generell jetzt in letzter Zeit quasi alle DLCs nochmal für euch aufbereitet. Komplett durchgegangen, was man bauen kann, etc. pp. Also, schaltet gerne auch auf seinem Kanal rein und lasst ihm gerne auch ein Follow da. Wenn euch das Video hier gefällt, drückt mal den kleinen Like-Button. Tut nicht weh, macht nur schöner. Natürlich ist das so ein Spaß. So, ach ja, herrlich ist das. Auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht, mal endlich wieder ein bisschen Theming zu machen und nicht nur irgendwie in der Achterbahn irgendwie rumzudoktern. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, da will man auch mal zwischendurch mal ein bisschen einfach bauen, ne? Irgendwas bauen und nicht nur einfach die ganze Zeit dann das klassische, ja, ich muss da noch ein bisschen da themen, muss noch ein bisschen hier themen. So. Ist ja schließlich genauso mit den Wegen etc. pp. War das ja genauso, ne? Das ist ja, ach ja, das ist so eine Arbeit. Ja. Da kriegt ihr noch die passende Folge für, wo ich alle Wege zu Ende theme. Boah, war das eine Arbeit. Kann ich euch nur schon mal sagen, das war eine Arbeit. Dann kommt noch ein neuer Platz noch dazu. Um mal gerade darauf einzugehen, was noch euch alles erwartet, und zwar in dieser Staffel, ja, habe ich mir eine kleine Liste gemacht, ja, was noch aussteht, was noch gemacht werden muss. Da ist einiges. Und zwar steht aus, der zweite Plaza, ja, den ich die ganze Zeit ankündige, aber noch nicht gebaut habe, der steht an. Ja, der wird auf jeden Fall noch gebaut. Das wird ja ein bisschen anders aussehen als der erste, auf jeden Fall. So, dann der Plaza soll ein Restaurant bekommen, eine Info. Die Info soll ein Zeitungsstand sein. Da kam der Vorschlag vom Seal. An dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Natürlich wieder ein paar Toiletten, Erste-Hilfe-Station und natürlich ein umfangreiches Theming. Ja, ist klar, muss auch da sein. So, ihr seht gleichzeitig, wie ich hier anfange, die Ein- und Ausgänge zu bauen. Und ja, mit der Höhe natürlich manchmal so ein bisschen meine Probleme habe. Aber das passt schon. Es ist nicht unbedingt so einfach gewesen. Und zwar hatte ich folgendes Problem. Ja, was hatte ich denn für ein Problem? Und zwar, Planet Coaster Wegesystem. Das ist manchmal ein ganz besonderes Highlight. Hier macht ihr mir da nicht so irgendwelchen Blödsinn mit dem Weg, sondern
Das macht er nur woanders. Das hat er hier nicht großartig gemacht. Da ist so ein leichtes Gefälle dann wieder. Aber das hat mich dann jetzt auch nicht gestört. Also ich kann auch nicht... Das ist irgendwann, muss man auch mal sagen, okay, kleine Mini-Fehler wird es noch geben. Die werde ich aber, wenn dann irgendwann ein paar, wenn dann ein Parkcheck beziehungsweise die Parkshow vom Allerrasten auskommt, Ende des Monats, beziehungsweise Anfang nächsten Monats, ich weiß ja nicht. Ich werde auf jeden Fall Gas geben, dass er den Park so früh wie möglich hat. Und jo. Worauf wollte ich hinaus? Ja, dann werde ich die Bugs entfernen. Ja, werde ich die Bugs entfernen, die jetzt noch sichtbar sind oder irgendwie zu krass sind, wo ihr sagt, ja, also da musst du nochmal rangehen. Das kann nicht sein. Also, ja, ich versuche, irgendwann muss man natürlich auch gucken. Ich habe jetzt schon sehr viele Teile verbaut. Ja, es wird auch immer schwieriger, die Performance aufrechtzuerhalten. Und ich habe hier ja auch wieder überdeckende Stahlträger und sonst was verbaut. Und ich muss mal gucken, ob ich da nicht ein gewisses Maß an Teile irgendwie wieder einsparen kann. Jo. Werde ich auf jeden Fall mal schauen. Das mache ich aber wenn offline. Ja, das müsst ihr mir zusehen, wie ich dann an solchen Sachen rumdokter, um Teile dann wieder einzusparen, die wir hier verbraucht haben. So, was kommt noch? Und zwar ein Personalgebäude, ja, beziehungsweise nur einfach der Eingang dazu. Da habe ich mir überlegt schon, wo ich das mache. Und zwar haben wir ja an der einen Stelle, geht der Weg ja Richtung, Richtung Außenwand. Also Begrenzung des Themengebiets. Und warum nicht dann einfach in so ein Außengebäude dann einfach das Ding dahin verlegen? Würde, denke ich mal, ganz gut passen. So, dann noch die Wechselgleise. Ja, die kommen auch, auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht, wann ich dazu kommen werde. Ich werde auf jeden Fall das übernächste Woche, vielleicht ist das dann übernächste Woche in der Folge. Also ich bin auf jeden Fall fleißig und damit es nicht zu schnell wird, also das hier ist auch schon wieder 700 oder 800 Prozent, mit dem ich hier, mit welcher Geschwindigkeit das Video läuft. Und ich denke, irgendwo muss man auch die Grenze ziehen. Deswegen gibt es ja halt die zwei Folgen pro Woche, weil ich so extrem viel baue und die Zeit ansonsten einfach zu krass wäre, glaube ich. Ansonsten, glaube ich, würdet ihr sagen, das ist nicht angenehm zuzusehen. So, und dann die Zeppelin-Station. Ja, habe ich auch schon angekündigt. Der Zeppelin hat seinen endgültigen Platz auch bekommen. Ja, wird ihn bekommen. Dann das gesamte Theming abschließen. Das wird dann die letzte Folge für diese Staffel werden. Und zwar das ganze Theming dann zusammenzuführen. Ich versuche das natürlich währenddessen auch schon ein bisschen zu machen. Ja, soweit es geht. Aber das geht halt nicht immer so. Ne? Manchmal hat man halt immer wieder Punkte, wo man sagt, okay, dann müsste ich noch mal ein bisschen anpacken. Ja, ihr seht, ich mache hier schon mal die Wege offen. Ja, mache schon mal auf. Das muss natürlich alles wieder gefilmt werden, alles wieder zusammengeführt werden. Und da hatten wir auch, sehen wir im Hintergrund, den Punkt, wo es einfach in die Mauer reingeht. Da kann man, denke ich, dann das Personalgebäude machen oder wir machen den auf dem zweiten Plaza. So, das ist einfach mal der Ausblick, was noch kommt. Die Achterbahnen werden nicht weiter angepasst. Ja. Ihr habt ja das Video diese Woche bekommen. Da habt ihr schon gesehen, was sich so... Kann man schon ein bisschen davon sehen, wie viel Theming dazugekommen ist. Und zwar in der einen Ecke. Das kann man da auf jeden Fall schon sehen, wenn man darauf achtet. Aber hier natürlich in diesen Videos kriegt ihr nicht nur mein Gequatsche, sondern ihr seht auch, wie ich das etwa baue, was ich da an Zeitreihe, was ich da mache, wie ich es mache. Ja. Könnt ihr immer so. Und wenn ihr Fragen habt zu Planet Coaster generell, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr Ideen, wenn ihr Fragen habt, ja, warum ist das warum ist das so und so? Warum kann ich den und den Park nicht mit meinem PC öffnen? Oder beziehungsweise, warum ist die Performance so, wie sie ist? Ich habe da diese Woche mal so einen kleinen, ja,
Tests gemacht, so kleine Benchmarks gemacht mit einer Software und konnte daran sehr gut erkennen, wo das Problem liegt. Und zwar, ja, das ist eigentlich schon relativ bekannt, aber es war mir dann nochmal deutlicher aufgefallen als eh schon. Und zwar, es hängt hundertprozentig an der CPU. Die Grafikkarte wird nicht voll ausgelastet. Das weiß man ja mittlerweile. Ne? Also das werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, wenn ihr Planet Coaster schon länger Zeit spielt und euch denkt, ich habe eine GTX 2080 Ti und warum kriege ich hier einfach immer nur selbst beim größten Park trotzdem nur 30 FPS. Ja? Ganz einfach. Die Grafikkarte macht das nicht aus. Die macht das wirklich nicht aus. Die macht in der Hinsicht was aus, was grafisch darzustellen ist. Ja, also das, was die CPU ihr sagt, was sie da grafisch darstellen soll, das kann sie auch grafisch darstellen. Ja, und das auch in einer entsprechenden Performance. Wir haben aber ein anderes quasi Bottleneck, wie man so schön sagt, Flaschenhals, kann man auch dazu sagen. Und zwar, ja, die CPU schickt die Befehle für das Rendern an die Grafikkarte. Das macht sie aber bei Planet Coaster nur mit einem Kern. Also man könnte jetzt einen 2848 Milliarden Kerner haben. Wenn der nicht gerade bei 8 Milliarden Gigahertz läuft, sondern wahrscheinlich dann bei dieser Kernanzahl wahrscheinlich dann noch langsamer als jetzige, würde es null bringen. Es würde sogar noch das Gegenteil bringen. Also, was ist zu beachten? Ich brauche eine schnelle CPU, ja, die ordentlich Rechenleistung hat und das auf einem Kern. Das ist wichtig für Planet Coaster. Es gibt natürlich dann noch, das gibt es natürlich immer noch dann ein gewisses anderes Limit, aber also irgendwo sind da generelle Limits drin. Aber das ist zumindest eine Sache, wo ich euch sagen kann, ja, da könnt ihr, kann man sich teilweise auf den Kopf stellen. Es wäre schön, wenn Frontier uns da demnächst nochmal einen Performance-Patch geben würde. Es gab ja schon einen. Es gab ja schon mal einen. Aber warum es da dann nicht so weitergemacht wurde, warum da nicht noch ein weiterer Patch gekommen ist, um vielleicht noch ein bisschen mehr aus der Engine rauszuholen, das kann ich euch echt nicht sagen. Natürlich ist es schwierig, aus so aus einer fertigen Engine, die für ein Spiel ist, dann das noch nachzuprogrammieren. Aber ich sag ganz ehrlich, No Man's Sky zum Beispiel hat es ja auch hinbekommen. Wir haben da, was haben wir bekommen? Und zwar Vulkan wurde nachträglich eingefügt, wodurch ich zum Beispiel jetzt ganz extrem viel mehr Leistung habe. Das fällt mir nicht nur ein bisschen auf, das fällt schon extrem auf. So, jetzt habe ich hier den Zug noch, habe ich da noch einen Güterzug quasi draus gemacht, ja, der da steht. Ich weiß noch nicht, was ich da reinlegen werde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so vorschlagen würdet. So, aber wir sind im Lifetime-Part angekommen und wir gehen rein. Ja, durch den schmalen Eingang ins Steampunk-Gebiet. Die Treppe rauf, an der Person vorbei, ne? Auch unsere Orientierung ist Animatronic. So, und dann geht es hier lang. Wir schauen uns ein bisschen um. Ja. Hier und da schauen wir uns mal um, wie es so aussieht mittlerweile. Hier ist der Ausgang. Ich bin natürlich mal wieder über den Ausgang rangegangen, aber der ist ja schon wenigstens schon gefilmt worden. Ja. In der nächsten Folge wird das fertig. Auf jeden Fall. Ich denke mal, in der nächsten Folge oder übernächsten Folge wird es fertig. Hier ist der Zeppelin. Hier haben wir die Abdeckung gemacht, damit, wenn da irgendwas runterfällt, den Leuten da nicht auf den Schädel drauf knallt. Dann hier ist die kleine Ecke. Ja, ein bisschen gefeamt. Das hat man jetzt nicht im Video gesehen, das habe ich so mal gemessen gemacht. Hatte ich einfach ausprobiert und hatte gedacht, okay, lasse ich jetzt so. Kann ja auch mal vorkommen, ne? Dass ich ein bisschen offline noch weiterarbeite. Dass halt nicht alles im Speed-Teil verraten wird. Ja, hier ist die Achterbahn.
So, die Farmer natürlich jetzt auch. Ja, es sind schon... Ja, ich denke mal, sie ist soweit fertig. Ja, sind nur noch Kleinigkeiten. Aber wirklich großartig was umbauen werde ich daran nicht mehr. Ich denke mal, sie ist so, wie sie ist. Schon verdammt gut. Sehr angenehm zu fahren. Macht Spaß. Ja. Ihr habt's ja gesehen, wie es ist, ne? Also, dann Sonntag gibt es dann die nächste Folge. Ja, hier ist der Timer noch nicht eingestellt. Ja, ist halt ein bisschen, so, bisschen hinterher. Ne? Aber wenigstens seht ihr immer in diesen Folgen, wie ich es gebaut habe, was ich gebaut habe. Kriegt mal mit meine Gedanken dazu. Und ihr kriegt halt die Hintergrundinfos, warum ich das so machen wollte. Das habt ihr ja halt bei dem einen Video, wo wir einfach mal die Fahrt bei 60 FPS genießen, noch nicht bekommen. Das war nur ein kleines Dankeschön an die lieben Zuschauer vom Dienstag, die eingeschaltet haben. Ja. So. Es wirkt hier noch nicht ganz rund, ne? Auch hier der Hubbel, der wirkt nicht so richtig rund. Mir hatte der alle Rasten aus. Also der Markus gesagt, ihm wurde der dritte Launch, das wäre ihm einer zu viel. Ne? Jetzt könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Der dritte Launch ist dazugekommen. Ich habe mit dem Speed versucht, ein bisschen weiter zu spielen, so dass der Coaster weniger intensiv wird. Ja. Weniger intensiv. Und deswegen muss ich dann halt ein paar Abzüge in der Hinsicht machen. Ne? Da muss ich den Speed halt ein bisschen aufteilen. Also der wäre da nur noch mit, ich glaube, 60 km/h wäre der da unten noch angekommen. Und wird dann nochmal beschleunigt. So, das ist halt, das sieht man halt da nicht unbedingt. Ja. Das sieht halt schon ein bisschen so aus, als wäre das vielleicht übersinnig. Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Jetzt fahren wir nochmal den Boomerang. Ja, den fahren wir ja eigentlich relativ selten. Ja, sind ihn zumindest selten gefahren, aber wir werden das jetzt ab sofort jede Folge machen. Damit wir immer direkt sehen, wie hat es sich so verändert. Wie sieht es von der Fahrt her aus? Ja. Es geht ja nicht nur darum, wie sieht es als Fußgänger aus, sondern es geht ja auch darum, wie sieht es von der Achterbahn aus? Ja. Wie fühlt es sich an, da lang zu fahren oder alles? Ja. Ist das Feeling stimmig? Ja. Sorgt es dafür, dass es mehr Thrill gibt als vorher? Das geht ja eigentlich darum, ne? Den Thrill noch ein bisschen intensiver zu gestalten. So. Ja, den Boomerang gab es ja auch, das 60 FPS Video. Ja, da habt ihr ja auch schon ein paar Sachen gesehen. So. Der Streckenverlauf ändert sich nicht mehr. Werde ich auch nichts dran machen. Vielleicht hier und da nochmal ein bisschen glätten, ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, das Ding ist irgendwie zu hubbelig oder sonst irgendwas. Ich finde, das Ding ist eigentlich schon ziemlich smooth geworden, so wie es jetzt ist. Ja. Vielleicht gibt es hier und da noch ein paar Sachen, wo man auch vielleicht was machen kann. Aber das könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Dafür ist die Kommentare da. Kommentarsektion da. So, andere Sache. Ja. Eine kleine Bitte. Wenn euch das Video gefällt, drückt mal bitte den Like-Button. Das würde mich sehr freuen. So. Und damit kommen wir jetzt so langsam Richtung Ende des Videos. Wir rollen noch in die Station ein. Aber, ich sag mal so schön, alles Gute hat irgendwann sein Ende. Und deswegen, ich sage, bis demnächst, euer Hannibal. Ciao.